Ich bin auf der IFA über die neue Fitbit Ioniq gestolpert und konnte im Interview einiges in Erfahrung bringen. Nach dem Intro geht's los. Erstmal bin ich sehr interessiert, weil es ist ja die erste Smartwatch, die jetzt rauskommt, nachdem sie Pebble übernommen haben. Korrekt. Quasi. Und wenn ich richtig informiert bin, ist auch ein bisschen was von der Software mit eingeflossen in die neue Smartwatch. Also korrekt, es ist die Fitbit Ioniq, ja. Die erste Health and Fitness Smartwatch. Das ist auch der Grund, warum wir sie auf den Markt bringen. Es ist nicht die 30. Smartwatch, sondern es ist die Smartwatch mit den besten Health and Fitness Fähigkeiten. Okay. Aber auch auf den Smartphone-Bereich, alle Standards, die es da gibt, übertreffen wir oder sind wir mindestens bei den besten. 4 Tage Akkulaufzeit, bestes GPS mit GLONASS, wasserdicht, ja, und so weiter. Und Sie haben vollkommen recht, die Pebble-Plattform war die Basis, die wir allerdings deutlich weiterentwickelt haben und sehr viel investiert haben in Geld und in Manpower, um die noch besser zu machen, aber Sie haben völlig recht. Damit, darauf ist es Fitbit OS, unser erstes Operating System, das uns die Möglichkeit gibt, dass externe Entwickler, wie man das von Apple kennt, dafür Apps generieren können. Und dann werden wir eine große Reihe von Fitness-Apps haben, aber auch von Smartphone-Apps. Mhm. Wie sind denn die 4 Tage zustande gekommen? Das ist ja eine sehr, sehr gute Laufzeit, die ich zum Beispiel hier nicht erreiche mit meiner Apple Watch. Also das ist eine Kombination von sehr vielen Dingen. Ich denke, viele Hersteller investieren hier viel Gehirnschmalz und Ressourcen, weil es eben mit eines der größten, sag ich mal, Störhindernisse ist im Moment. Es ist lästig, ja, genau. Es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Einmal, wenn die Akkus leistungsfähiger, dann gibt es schlauere Algorithmen, wie die Uhr sich benimmt. Mhm. Also wann merke ich, dass ich eigentlich gar kein Display brauche oder der Kunde nicht rausschaut. Es ist wirklich eine Kombination aus unglaublich vielen Dingen. Okay. Würde ich jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären. Aber Sie haben völlig recht, es war hochkomplex. Also Optimierungen quasi an vielen Enden. Hardware, Software, ja, zusammen. Besserer, okay, Akku. Wenn wir gerade beim Display sind, was wir ja auch sehen können hier. Ich vermute mal, ein OLED-Display ist verbaut worden. Es ist ein Display mit einer Auflösung von mehr als 1000 Nits. Ja. Und das sehen Sie eben sowohl hier bei den Details, selbst wenn ich so ganz normal meine Tagesdaten zeige, aber vor allem auch bei den Videotrainings, was Sie hier sehen können, da haben wir wirklich Videoqualität. Okay. Und es ist natürlich immer für die Kunden auch sehr, sehr motivierend. Ja, diese Videotrainings, kann man sich ja Videos anschauen und dann quasi Übungen mitmachen oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ganz wichtig bei Fitbit ist, weil wir vorhin gesagt haben, die besten Health- und Fitness-Features. Sagt sich so leicht, das musst du erstmal beweisen. Ja. Wichtig bei uns ist, und wir kennen keinen anderen Hersteller, der das kann, bei uns sind es keine statischen Trainings, sondern einmal sagen Sie uns in der App am Anfang, was Sie wollen. Ja, möchten Sie Gewicht abnehmen, möchten Sie Muskeln aufbauen, wie alt sind Sie, welches Geschlecht haben Sie, Nummer eins. Dann entscheiden Sie sich bei den Trainings für einen Bereich. Sie sagen zum Beispiel, ich möchte hier in der Hüfte arbeiten. Mhm. Und dann, während Sie trainieren, sehen wir durch GPS und Puls dauernd die Abhängigkeit, wie schnell sind Sie unterwegs und wie strengt sich Ihr Herz in dem Moment an. Wie fit bin ich schon? Absolut. Was, genau. was ist Ihr Level? Und last but not least, am Ende des Trainings bewerten Sie dieses Training mit so Smileys. Mhm. War's mir zu leicht? War's okay? War's zu schwer? Und aus all diesen Geschichten lernt das Programm und lernt die App, sodass die Übungen danach immer mehr auf Sie zugeschnitten sind. Okay, hat man quasi seinen richtigen Fitnesscoach am Handgelenk dann. Das ist die Idee. Klingt sehr interessant. Schwimmen kann man mit der Uhr auch, glaube ich, habe ich gelesen. Das gehört zu diesen, wie ich sie jetzt nenne, Hygienefaktoren, um wirklich eine echte Smartwatch zu haben. Wir sind wasserdicht bis 50 Meter. Bis 50 Meter, das ist sehr ordentlich. Halt auch diese coolen Smartwatch-Geschichten wie Wetter inklusive Wettervorhersage über die nächsten Tage haben wir genau. drin. Und da kommt natürlich noch mehr. Also wir haben, unser Ziel ist halt eins. Wir müssen bei Health und Fitness der Beste sein. Wir sind Marktführer, wir haben was zu verlieren. Aber wir müssen gleichzeitig bei den Smartwatch-Features mindestens so gut sein wie die Besten oder besser. Ja, daran arbeiten. Super. Verstehen tut sie sich mit allen gängigen, also das heißt alle gängigen. Es gibt ja nur noch 2 Stück mit iOS und mit Android. Ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Bei uns sind es 3 Systeme. Das war auch immer Fitbit-Philosophie, auch bei den Trackern. Wir haben immer für iOS, Android und für Microsoft Mobile entwickelt, immer, um wirklich allen Leuten was anzubieten, und das gilt hier für die Ioniq auch. Okay, Microsoft wird immer noch unterstützt? Ja. Oh, das sind sie eine der wenigen noch. Richtig. Okay. Der Herzfrequenzsensor, der drin ist, der soll besonders gut sein, weil er 2 oder 3 Möglichkeiten für die Messung nutzt. Nicht nur dieses Grünlicht, sondern Infrarot. Also was war da aber noch wichtig besonders? Wichtig dabei ist zu wissen, ein Teil unseres Markterfolges, keine Arroganz, ist einfach eine Momentaufnahme, ja. Man hat dafür kämpfen, dass es bleibt. Dann darf man es auch sagen. War, dass wir
das Fitbit ja vor 2-3 Jahren sich Mut gefasst hat, einen neuen Weg zu gehen. Und wir haben gesagt, wir bringen die Herzfrequenzmessung ans Handgelenk. Das war damals noch unüblich. Ja. Wir haben gesagt, wir machen es, heute macht jeder. Und Teil davon war wirklich, dass unsere Herzfrequenzmessung wirklich eine kontinuierliche ist. Das heißt, wir messen häufiger als so der eine oder andere Wettbewerber, kann man sich im Internet schlau machen, sage ich gar nichts dazu, was kontinuierlich bei den verschiedenen Herstellern dann heißt. Insofern haben wir heute schon eine Herzfrequenzmessung, die State of the Art ist, mit dem neuen Sensor, ein SpO2-Sensor, den wir neu verbaut haben. Der ist noch etwas akkurater. Ja. Und wir haben die Uhr auch so designt, dass sie noch besser anliegt. Und damit bekommen Sie eine noch genauere Herzfrequenzmessung. Bei dem Sensor, bin ich jetzt ganz ehrlich, da stecken noch Dinge drin, über die wir noch nicht sprechen wollen. Ja, also wir haben den eingebaut und wir werden Funktionen in dem aktivieren im Frühjahr nächsten Jahres. Darf ich was raten? Gerne, ich kann nur nicht antworten. Okay, dann lasse ich es mal sein. Ich vermute mal, es geht in Richtung vielleicht Zuckermessung und vielleicht sowas noch, wenn es um die Gesundheit geht. Lassen Sie sich überraschen. Okay, alles klar, dann will ich da nicht weiter nachbohren. Okay, eine sehr schöne Uhr. Ich bedanke mich für die Erklärungen. Danke für die Zeit. Danke auch für die Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Super. Dankeschön. Hi, ich bin Luis und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi Apple Cat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.